Hallo, heute geht's weiter bei Backen mit Milchprodukten. Ich habe mir heute ein perfektes Rezept für die Milag ausgesucht mit Butter, Ricotta, saurer Sahne und Mascarpone. Sehr kalorienreich, aber super lecker. Es gibt eine Mohntarte mit Kirschen. Und gleich geht's los. In die Mohntarte kommen 250 Gramm Mehl, 225 Gramm Butter insgesamt, wobei 125 Gramm Butter gleich in den Mürbeteig kommen, dann 70 Gramm Zucker, 6 Eier, eine Prise Salz, ein Glas Kirschen, 150 Gramm Puderzucker, 3 Esslöffel Grieß, 3 Esslöffel Vanillepuddingpulver, 250 Gramm Ricotta, 500 Gramm Mascarpone, 150 Gramm Sauerrahm und 250 Gramm Mohnback. Wir fangen jetzt an mit dem Mürbeteig. Dazu brauche ich das Mehl, ein Ei, 70 Gramm Zucker und die Hälfte von der Butter. Ich gebe jetzt das Mehl in die Rührschüssel und 125 Gramm Butter dazu. Butter wird noch ein bisschen zerkleinert. Dann 70 Gramm Zucker und ein Ei. Und jetzt kommt noch das Salz dazu. Die Zutaten werden jetzt mit dem Knethaken verknetet. Der Teig ist jetzt schön krümelig. Mürbeteig mag es gerne kalt, deswegen habe ich kalte Butter verwendet und ein kaltes Ei. Das wird jetzt zu einer Kugel geformt und dann kommt der Teig jetzt für eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Am besten vorher noch mal kurz durchkneten. Die Teigkugel wickle ich jetzt hier in Frischhaltefolie. Du musst jetzt gut durchkühlen. Jetzt schmelzen wir die 100 Gramm Butter, die noch übrig sind, im Wasserbad, bis das geschmolzen ist. Das dauert. Die Butter ist etwas abgekühlt und die geben wir jetzt hier in die Rührschüssel. Hier kommt dann jetzt der Puderzucker dabei, das Vanillepuddingpulver und der Grieß. Das rühren wir jetzt miteinander. In diese Masse kommen nun Mascarpone und die saure Sahne. Rühren wir jetzt gerade schon mal ein bisschen auf. Ricotta. Jetzt gebe ich Ei für Ei hinzu. Die Eier werden nun aufgerührt und fertig ist unsere Mascarpone-Masse. Jetzt geht's weiter. Ich habe die Teigkugel aus dem Kühlschrank geholt. Die ist jetzt schön kalt. Jetzt wird noch schnell die Form etwas eingefettet am Rand. Und ich habe auch schon den Boden ausgelegt, Butterbrotpapier. Wir drücken hier noch einen ca. 5 cm hohen Rand hoch und da füllen wir dann die Mascarpone-Mohnmasse ein. So sollte der Teig aussehen. Jetzt wird der Backofen vorgeheizt auf 180 Grad Umluft und der Kuchen wird gebacken auf der mittleren Schiene. Jetzt werden 5 Esslöffel von unserer Mascarpone-Masse mit dem Mohn vermischt. Die Mohnmasse geben wir nun auf den unteren Teil des Bodens und verstreichen diese. Und jetzt gebe ich die abgetropften Kirschen auf den Teig. Und jetzt die restliche Mascarpone-Masse auf die Kirschen und streiche diese glatt. Jetzt ist die Mohntarte auch schon fertig für den Ofen. Der Kuchen war jetzt 60 Minuten im Ofen. Also er hat 50 Minuten gebacken und noch 10 Minuten bei ausgeschalteter Hitze im Ofen geruht. Richtig schön geworden. Der Kuchen muss noch vollständig auskühlen. Statt der Kirschen könnte man auch Aprikosen verwenden. Die passen auch gut zum Mohn. Jetzt freuen sich Familie und ich auf den leckeren Mohnkuchen. Ich liebe Mohnkuchen. Viel Spaß beim Nachbacken und guten Appetit.